Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Moss und ich habe den Martin mit am Start. Hallo. Ja, und der Tobi ist aus dem Urlaub zurück. Hallo, ja, Tobi. Hi. Es ist so schön, der verlorene Sohn ist endlich da. Gott sei Dank. Naja, also eigentlich ist er ja noch ziemlich verloren, ne? Ja. Ja, gut. Wenn man es genau nimmt, ist er eigentlich noch ziemlich verloren, ja. Also das ist natürlich auch richtig. Ah. Ja, da starten wir hier den Server eben und sind wir erstmal fast völlig überrannt worden hier von so einer kleinen Horde. Ja, die uns eben gerade erstmal beschäftigt. Die haben noch nicht mal irgendwas kaputt gemacht. Na doch, meine Spikes. Oh. Ja. Da fällt mir jetzt nichts zu ein, ja. Da habe ich mühevoll gecraftet. Und aufgestellt. Und dann sowas. Und auch die Alpha 15 ist noch nicht in 4K spielbar. Voll doch. Ja, das ist ja jetzt jammern auf hohem Niveau. Ja, ich spiele jetzt im Fenstermodus. Sieht ulkig aus. Immer im Fenstermodus. Ja, aber maximiertes Fenster, ne? Nee. Aber das hat die fast die Auflösung von meinem Bildschirm. Das ist nur so, dass ich die Taskleiste unten sehe. Sildle, das. Nein! Ich habe irgendwie Gefühl, man. Wow. Man bricht sich viel häufiger das Bein. Ich habe mir schon 4-mal das Bein gebrochen. Also, er spielt noch keine 5 Minuten. Ich habe mir schon 4-mal das Bein gebrochen. Sagen wir es mal so, wenn du dir das Bein gebrochen hast, brichst du es dir das nächste Mal leichter, ja? Ah, okay. Wenn es noch nicht ausgeheilt ist. Was bedeutet denn jetzt eigentlich dieser komische Tisch bei der Steel Fire Axe zum Beispiel? Wenn du hier so ins Crafting-Menü gehst, Martin. Boah, da. Vermutlich, dass du nur da craften kannst. Ah, danke. Ja, weil du kannst auch Forged Steel herstellen jetzt angeblich im Inventar. Dabei ist aber der Amboss gezeigt, also. Oh, ein neues Bildchen für Eisen. Siehst du, was ich meine? Oh. Nee, gerade nicht, aber. Jetzt, gib mal Steel ein. Das soll die Forge bedeuten, oder was? Gute mal, also den Amboss von der Forge. Ja. Und das andere wird wahrscheinlich dann, ich tippe mal auf die Workbench sein. Genau, denke ich auch. Okay. So, auf jeden Fall neu, das war wohl in den letzten 500 MB. Ah ja, das kann sein, ja. Ja, es gab, wie vielleicht auch schon einige mitbekommen haben, zwar wieder Updates. Aber leider nichts Schriftliches da dazu. Dementsprechend kann ich euch jetzt gar nicht sagen, was hier verändert worden ist. Lassen wir uns mal überraschen, was wir vielleicht noch so entdecken. So, wo haben wir denn hier noch welche? Witzigerweise wurde ich darauf aufmerksam gemacht und habe es auch selber schon gesehen gehabt, dass man die Woodspikes jetzt übereinander setzen kann. Ah. Oh. So quasi ineinander. Kommt ein Krabbler an. Dann tu was gegen den Krabbler. Aber Krabbler tötet sich immer nicht. Ich sagte gerade noch, Krabbler, die sterben immer nicht. Erster Schuss, tot. Alles gut. Nichts gesagt. Ihr habt schon ein Schießeisen? Bogen. Ah. Also, auch wenn der Loot schon wesentlich besser ist als vorher, Tobi, aber nein, so weit sind wir auch noch nicht. Also, eine Pistole habe ich schon, aber ich habe nur noch 3 Kugeln, glaube ich, und das Magazin. Ja. Weil die habe ich in der Toilette gefunden. Wo auch sonst. Ja, genau, wo auch sonst. Ah.
Wir haben auch noch keine Stahlwand in unserer Base. Ja, ist immer noch lächerliches Holz. Aber, oh Mann, diese Kakteen. Habt ihr denn nichts in den 9 Tagen geschafft? Nee, du warst ja nicht da. Der See hat sich erholt. Ich kann den Woodframe rausnehmen. Ich hab kein Wasser mehr. Der See hat sich erholt. Ah ja. Ja, weiß schon gar nicht mehr, wo er gefehlt hat. Wo er stand, ne? Hm. Doch hier. Nein. War jetzt einfach mal eine wilde Vermutung. Achso. So, wie können wir hier den ersten Baum mal noch fällen? Alter, jetzt hackt der schon meinen ersten Baum weg. Ja, na logisch. Der heilige Baum, das ist der erste. Ja, 1200. Weg damit. Oh, da hinten läuft ein Dicker rum. Wo ist der Tobi? Unterwegs. Achso. Er ist noch zu weit weg. Sehe ich noch nicht. Sag mal, Martin, da hinten ist doch auch noch eine riesengroße grüne Landschaft. Warum sind wir da eigentlich noch nicht hingelaufen? Habe ich in die Landschaft geguckt. Du weißt doch, du darfst Leute bei der Arbeit nicht ablenken. Was hast denn du jetzt gemacht? Während der Fahrt sollten Sie nicht mit dem Busfahrer sprechen. Ne? Genau. Ja, der Busfahrer ist meistens der gesprächigste im ganzen Bus. Was bist du jetzt gestorben? An Kakteen, Martin? Zombie, den ich töten wollte. Ah. Was denn sonst? Kakteen wäre aber auch gegangen. Ich hatte nur noch 14 Leben. Also. ja, was ich jetzt leider feststellen muss gerade, ist, dass natürlich zu dieser Aufnahmesession natürlich mein Sonder-UI nicht mehr funktioniert. Muss ich wieder gucken, dass du es funzt. Kann nicht sein, weil wenn du jetzt da Richtung unserem Weg gehst, im Bild, da ist bei mir jetzt auch plötzlich alles grün auf der anderen Seite und da ist nicht grün. Weißt du, was ich meine? Nee. Da, wo die Straße durch zwischen den Seen quasi die Aufschüttung schafft, da ist bei mir direkt dahinter auf der anderen Wasserseite grün, aber da ist ja nicht grün. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt halt einfach mal hin, um es einfach mal zu gucken und zu testen. Ich glaube, die haben da irgendwas in der Farbe geändert. Ich glaube jetzt einfach, dass das, ja, eigentlich das Land, wo wir sind, müsste jetzt eigentlich grün sein nach der Logik, aber ist es ja nicht. Keine Ahnung. Haben die Yucca deutlich im Aussehen verändert. Yucca-Pflanze. Ja, dazu muss man jetzt sagen, dadurch, dass Tobi ja natürlich im Urlaub war, hat er nichts mitbekommen. Ne? Guckt sich meine Videos nicht an. Um hier auf dem neuesten Stand zu sein, nix macht er, ne? Nö. Unglaublich. Alles muss man dir jetzt von vorne erklären. Wieso erklären? Zeigt er schon selber. Ich stelle nur fest, was sich geändert hat, was ich sehe. Weil ich könnte eigentlich auch. Ja, komm her, du Sau. Mein Zombie getötet oder ist er einfach verschwunden, nachdem er mich erschossen hat? Nee, ich hab ihn getötet. Ha! So, nach dem, was ich jetzt hier sehe, wäre es direkt hinterm Haus grün. Und umso näher ich komme, desto weiter weg geht das grün. Ja, wie schon gesagt, bei mir ist auf der Karte dieses Gebiet. Ja, hier. War gerade vom Hausdach aus. Ja, bei mir auch so, umso näher ich komme, da wird es wieder Wüste. Und da sind wir schon gelaufen und da wissen wir, dass es keins war. Naja, es ist ja schlussendlich immer noch ein Experimental-Build, wollen wir mal nicht so jammern. Ne? Ja, aber das haben sie dann jetzt wieder versaubeutelt, weil vorher war es richtig. Das stimmt. Vorher hat es funktioniert, jetzt halt nicht mehr. Wo ich sagen muss, hier stehen ein paar Bäume. Ja, ich sehe jetzt Bäume. Ah, hier kommt ist aber doch, grünes hier doch, Gebiet. Hier ist ein Fetzen grün, ja. Du bist schon vorbeigerannt, Esel. Links von dir ist grün.
Ja, da, so, da auch, ja. Ich bin hinter dir hergelaufen bis zum halben Weg zum Haus und dann so, Moment, da hinten stehen dicke Bäume. Ja, ja, aber hier oben ist auch jede Menge Grün, also... Kann es sein, dass die Landschaft sich jetzt tatsächlich verändert? Ja gut, ich weiß ja nicht, oder man weiß ja nicht, was sie wirklich gemacht haben. Weil ich meine, das Gebiet haben wir ja noch nicht erkundet gehabt. Und im Random Gen wird es ja mehr oder weniger nachträglicher generiert. Alter, warum habe ich den denn jetzt nicht getroffen, Mann? Ja gut, aber das ist doch super. Jetzt haben wir viel Nährholz. Das stimmt. Können wir die Wüste noch viel besser bepflanzen. Wow. Alter, ich habe gerade voll die Frame Drops. Da bist du. Läufst du da oben lang? Hier unten ist grün. Ja, hier oben doch auch, Mann. Was willst du denn jetzt von mir? Da unten ist aber noch Meer und Wasser. Ah. Habt ihr es bald, ihr Ehepaar? Nein. Ja, hallo, irgendwie muss man uns ja die ganze Zeit unterhalten, wenn du nicht mit dabei warst. Habt ihr euch die ganze Zeit nur angezickt? Ja. Wenn er mit mir gesprochen hat, ja. Ach, jetzt ist Martin schuld. Ja, also ich meine, meine aufmerksamen Abonnenten haben nicht umsonst drunter geschrieben, dass die Dialoge zwischen uns ein Highlight sind. Auch öfters mal einfach nur Monologe von mir. Du bist doch so ein Monologmensch, dachte ich, du willst das doch. Nee, nicht so unbedingt. Was hast du an LPT nicht verstanden, Martin? Weiß ich nicht, ich dachte, das heißt, lass Peter... Ruhe oder so. Ja, lass Peter trauern, ne? Ja, ja, ist klar. Genau. So. Gibt's hier vielleicht auch noch irgendwie was Schönes? Das würde mich ja auch noch freuen, wenn es hier vielleicht so ein schönes Städtchen geben würde. Oh, cool. Ja, gut, wieder ein bisschen Honig gefunden. Apropos Städtchen, gehen wir jetzt mal zu unserem Städtchen? Das also, nicht heute, ich, aber. Eigentlich machen wir, wenn Tobi mit dabei ist. Setzt natürlich voraus, dass er auch noch ankommt. Ich laufe. Halben Weg hat er, glaube ich, schon geschafft ungefähr. Ja. Müsste mehr als die Hälfte, glaube ich, sein. Ihr seid ja noch in der Wüste, ne? Warte mit mal, der ich Base, unser ja. Haus. Ich sehe von einem grünen Punkt, also mein grüner Punkt, sehe ich das Häuschen. Zumindest da, wo der Schlafsack liegt. Ach so, du siehst unseren. Stimmt, du siehst ja unseren Schlafsack. Ja, genau, da musst du hin. Habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Ich sehe aber nur einen Schlafsack. Na, wenn du näher ranzoomst, müsst du beide sehen. Okay. Oder bist du mit Peter noch nicht befreundet? Hört doch, ich sehe einen blauen und einen grünen Punkt. Das ist ich weiß nur jetzt gerade nicht, wer ist. Also, Punkte, sie die haben sind ein bisschen weggelaufen. Die haben jetzt so einen leichten Übergang gemacht, wenn du jetzt von dem Grünen so in Schnee gehst. Sehr witzig. Das Problem ist jetzt nur, ich sehe theoretisch nicht, wo das grüne Biom ist. Wenn ich im Schneebiom bin. Naja. Wenn du zurückschaust, ist es so wie früher immer. Das sieht alles weiß aus. Ja. Vom normalen ins Schneebiom sieht's gut aus. Ja, andersrum wird's nur ein bisschen schwierig. Oh, bleibt denn die. Töte ich das Schwein nicht? Ja, nee, lass uns mal leben. Wenn wir jetzt noch Eis einführen würden, also so Eisschollen oder so. Ha! Hier ist erlegt. Ich hab da oben ein wunderschönes Gebäude gefunden. Weiterlaufen sind wir gleich bei der Stadt. Den wolltest. Ja, das Problem ist einfach nur, dass ich A, jede Menge Fleisch noch einstecken hab. Und B, glaube ich, auch schon ein fast volles Inventar habe. Nee, erfrieren tue ich noch nicht. Was mir dazu Hühnchen einfällt. Nee, Painkillers kann ich mir jetzt nicht reinziehen. Ja, das Haus ist noch in Grün, das ist auch lustig. Hallo, jemand zu Hause? Hallo, ist da jemand?
Nee, komm, dann dreschen wir halt mal direkt mal die Tür ein. Ist ja keiner. Hat ja keiner was gesagt. Vor allem, guck mal bitte auf die Tür, dann reden wir doch mal weiter. Ja. Das ist gut. Genau. Das freut mich sehr. Aber erstmal kaputt gemacht. Hast du schön gemacht. Unlocked, ne? Ja. Die war so eine schöne Stahltür und dann unlocked. Ach so, das kann ich ja jetzt mal ausprobieren. Im Übrigen habe ich noch genug Platz hier. Ah ja. Du bekommst nämlich so elektrische Teile und Plastik und sowas, wenn du jetzt auch einen Kühlschrank zerlegst. Ey, mach den am Kühlschrank. Oh, jetzt macht der den Kühlschrank kaputt. Ach so, zerlegen, nicht kaputt. Das wäre toll, wenn dein Inventar nicht voll wäre und hinter dir die mechanischen Parts rauspupst. Bist doch dabei. Was willst du denn? Ey, guck mal, der Wasserhahn kann fliegen. Cool. Obwohl, er ist ja doch an der Wand fest, ne? Guck mal, ob du den auch abbauen kannst. Voll ein kaputter Haus. Du musst auch hauen. Ja, was anderes macht er halt nicht. Gut, Haus fertig. War schon oben. Oben ist nix. Gut. Du musst die Kerze mitnehmen, wenn du eine haben willst. Aber wir haben eigentlich was fett genug. Das stimmt allerdings. Also was habe ich? Elektronischen Komponente, Scrap Plastic und Electrical Parts. Na dann. Schöne Mauer. Also Steilwand. Ich muss aber gleich trotzdem. Ja. Muss trotzdem gleich unbedingt die Grafikeinstellung runterstellen, weil Obwohl ich produziere mal nicht so viele Pfeile, weil wir ja gleich. Hab ich da irgendwas, was scrappen könnte? Was da? Weil ich habe schon bitterböse Frame Drops gerade. Ja, gleich Steel Error. Ne, Quatsch. Iron Errors machen. Könnten wir. Was ist denn das hier? Könnten vor allem zurücklaufen. Guck mal, jetzt gibt's LED-Adern auch an der Oberfläche. Interessant. Das ist natürlich cool. Ich beantrage, dass wir zurück. Ja. Sieht ja witzig aus. Ja, sag ich doch. Warst du nicht voll? Ja, es gibt Prioritätsdinger, da scrap ich auch. Drüben ist auch noch was. Aber eigentlich habe ich ja Potassium gesucht, ne? Aber ich finde und da ist der kleine Tobi tot. Lass mich mal raten, Hund? Nö. War ganz kurz im Crafting-Menü. Und hast. Hatte wohl irgendwo einen übersehen. Ach so, hast du einen übersehen? Ich hab schon gedacht, Ja, weil Hunde sind gemein. Du hast so Kill Me eingegeben im Crafting-Menü oder so. Craft. Ja, gib's doch mal in die Konsole ein Kill. Mach doch mal. Trau dich. So, gut. Ja, Martin, dann. Laufen wir halt mal so grob zurück. Denk dran, wenn wir Potassium unterwegs finden, nimm's mit. Dachte, ich hab dir da welches mitgebracht. Ist schon alles aufgebraucht. Nee, ich hab's noch nicht benutzt. Warum sind denn jetzt hier überall Vogelnester? Alle 2 Meter stehen bleiben. Oh, ja. Weil ich sie hier gerade sehe. Verdammt. Weil in den Vogelnestern liegen jetzt Mäuse drin, ne? Oder nee? Sah gerade nur so aus. Sind nur Federn. Aha. Hast du Chrysanthemum eigentlich mitgenommen, Martin? Schützeug. Rode? Das Rode, ja. Ja, aber kann ich mal. Ja, nee, eins habe ich. Ja, ich habe 3, 4. Ja, ich weiß gar nicht. Alter, in dem Baumstumpf ist eine Bedroll drin. Weit bist du jetzt weg? Ich hab
ein Drittel, glaube ich, weniger zu laufen. Aber gleiche Richtung, ja, ich komme an meinem Rucksack vorbei. Ja. Kannst ja auch mal, so wie ich das immer mache, alle 200 Meter mal einfach einen Schlafsack setzen. Oh. Ich habe hier einen Mineneingang. Hier gefunden. Ist auch noch. Oh, 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 oh. Also so ein... Das schwarze Loch, ja, das hatte ich schon gesehen. The Hole. Ich habe hier noch Oberfläche... Oberflächenadern, aber... Halt. LED. Noch irgendwas, was ich... Ich höre doch da schon ein Zombie hier. Ja, der kommt hinter mir. Der voll wenig jetzt raus. Da ist ja noch einer. Aus den Stagniten, Stalaktiten kriegst du ja fast nichts mehr raus. Ja, ein kleiner Tipp, wenn es gleich dunkel wird. Such dir einen See. Ich meine, Tobi. Achso. Wieso? Weil die Zombies immer noch nicht schwimmen können. Weißt du, kannst oben an der Wasseroberfläche die Nacht verbringen. Geht's da hinten ja, raus, Martin? Nee, geht's nicht. Problem ist, dass die Dinger fast kein Nitrat mehr bringen. Ja, aber ich bräuchte noch ein bisschen Nitrat. Das ist das Problem gerade. Ich hab 50 jetzt aus 4 Stück oder 5 Stück. Echt so wenig? Wow. Also 10 kriegst du, glaube ich, aus einem raus. Das ist echt brutal wenig. Jetzt. Oh, ja. Gut, dass du es erwähnst. Ja, es wäre jetzt nicht so tragisch, wenn ich hier auch einen sehe, aber. Nee! Sag bloß, ich habe jetzt diesen bescheuerten Buff. Was denn? Wo hast du jetzt einen Buff her? Ich will noch kein WoW. Ich war gerade in der Höhle. Ich hab grad Snowberries gegessen. Darfst du doch nicht essen. Obwohl, da die, bei den Bären hast du, glaube ich, eine Chance, ne? Ja, genau. Naja. Ich hab auch schon mal Bären gegessen und ist nichts passiert. Hallo Zombie voraus. Oh, ich bin ja ein bisschen mutig jetzt gerade. Hühnchen. Vor allem, ich habe halt noch voll das Fleisch auch noch einstecken. Das kommt gleich echt super. Du wunderst dich, warum dir die Zombies in der Erde. Ne, wundern tue ich mich nicht wirklich. Time is running out. So. Zumindest habe ich mich rechtzeitig in den See gerettet. Lauf außen rum. Geh da nur rein, wenn es nötig wird. Ja, es ist ja nötig. Ich bin gesenst und es ist 22 Uhr. Ganz voll über das Wasser schwimmen, ne? Kann man auch drüben ins Haus reinlaufen. Gehört. Habe ich keinen Zombie gesehen. Oh, das ist ja witzig. Oh. Oh. Dann mal zu Hause. Okay. Oh ja, hier ist die Wassertextur dahin. Das ist auch sehr schön. Magic Mushrooms. Aha, hier geht's wieder.
Oh, das hört sich gerade ganz böse an. Ah, Gott sei Dank, ich bin diesen ganz fiesen Buff los. Vielleicht war das auch einer der Fixes, die sie mit dabei hatten. Weil ich hatte mein Patchnose-Video ja erwähnt, wenn du diesen Snowberry-Extrakt futterst. Oh Gott, ja, ich weiß, ich bin am Verdursten. Bei mir geht der Schrank nicht mehr auf. Ich hatte gerade einen roten Error und da geht der Schrank nicht mehr auf. Oh Gott, Elek, das ist das brutal. So. Lass mich da dran, da Martin, jemand? Ich verdurste. Hier hat da etwa jemand. Jemands Klo, ja, oder was? Etwas, ja. Ich hatte gerade so einen Sound, als hätte jemand das Klo gespült. Ja, auf jeden Fall hatte ich euch von dem Snowberry-Extrakt erzählt, dass ihr diesen Buff kriegt und den nach dem Tod nicht mehr loswerdet. Aber anscheinend haben sie das jetzt schon gefixt. Gott sei Dank. So, aber wie ihr seht, wir sind bei 26 Minuten angekommen. Mal gucken, wie weit, wo weit der Tobi ist. Relativ nah. Tobi, setz noch mal eine Bedroll. Wir haben mitten in der Nacht. Ja, deswegen setze ich im Wasser jetzt eine Bedroll. Yes, auch schön. Machst du etwas Schwimmübungen in der Nacht? Bisschen ja. Training? Ja, ist wichtig. Naja, trotz alledessen, ich nehme mal an, dass der Tobi dann, wenn die Nacht jetzt rum ist, gleich zu uns geschafft hat. Dementsprechend, wenn der Martin und ich jetzt mal gucken, was wir die Nacht so machen, bis der Tobi bei uns ist. Und dann denke ich, werden wir doch direkt mal weitergehen zur Stadt looten gehen. Was hältst du davon? Jo. Ich muss ja sagen, was haltet ihr davon? Wir sind ja endlich mal wieder zu dritt. Bin ich gar nicht mehr gewohnt hier. Ja, ich will das schon die ganze Zeit. Ich brenne. Heiß. Ja, gut, dann machen wir das so und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da, packt mir irgendwas in die Kommentare, falls euch noch irgendwas aufgefallen ist. Zum Beispiel, dass ich sterbe. Wie war das, ich schwimme? Ja, nicht hoch genug. Das war flacher und da kam der Zombie dann raus. Na dann. Ja. Na gut, dann wollen wir mal gucken, ob es bis zum nächsten Morgen der Tobi dann tatsächlich mal geschafft hat, bei uns anzukommen. Wir werden es sehen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüdelü. Ciao.